meine Damen und Herren, da ist er, der Kandidat, der gesagt hat, der Junge kann das. Es sind noch nicht alle Wahlbezirke ausgezählt, aber die meisten. Und Georgia fehlt uns auch noch, aber das juckt uns heute Abend überhaupt nicht. Herr Schreier, 14,8% sind momentan die Zahlen. Haben Sie die Sektkorken schon knallen lassen? Also erstmal freue ich mich riesig, weil das wirklich ein sensationelles Ergebnis ist. Es ist zum ersten Mal, dass eine unabhängige Kandidatur in einer Großstadt wettbewerbsfähig ist, dass es eine Chance auf echte Veränderungen gibt. Und deswegen ist es heute für uns ein Abend großer Freude und auch zu feiern, natürlich unter Corona- und Abstandsbedingungen. Ja. Deswegen strecke ich ja den Arm so aus. Ja. Haben Sie denn schon Glückwünsche aus Tengen bekommen? Also es gab die eine oder andere Nachricht, alle verfolgen das gespannt und ja, wir werden sicherlich noch einige eintrudeln im Laufe des Abends. Es werden ja bei so OB-Wahlen nicht so große Nachforschungen betrieben, warum es denn liegt. Haben Sie eine Erklärung, warum Sie relativ gut zum Rennen liegen auf Platz 3 momentan und 2,5%, wenn ich es gesehen habe, hinter Frau Kienzle, auf die den zweiten Platz macht? Ja, ich finde, die letzten Tage und Wochen war das in der Stadt wirklich spürbar, dass es den Wunsch nach echter Veränderung gibt. Und zwar, ich glaube, viele Menschen spüren, dass die Art und Weise, wie wir die Kommunalpolitik organisieren, wie wir die Stadtverwaltung organisieren, dass es aus einer anderen Zeit stammt, die nicht so schnell, nicht so digital, nicht so vernetzt war. Und die wollen jetzt echte Veränderungen, die wollen Kulturwandel. Und das zeigt sich auch an dem Ergebnis heute Abend, dass wir auf dem dritten Platz liegen und wirklich in Schlagdistanz. Das Spannende ist ja, wie läuft es jetzt in Zukunft ab, in den nächsten Tagen? Wie läuft es ab? Also eigentlich war es klar, wenn Sie vielleicht 8-9% gehabt hätten, dann hätten Sie sich möglicherweise gesagt, zweiten Wahlgang spare ich mir. Können Sie das auch schon sagen, dass Sie den zweiten Wahlgang sparen? Wie geht es jetzt weiter? Also heute Abend freuen wir uns und wir werden das Ergebnis dann in Ruhe analysieren und werden dann die nächsten Schritte morgen und vielleicht auch noch übermorgen besprechen und bekannt geben. Wer ist da der Mensch Ihres Vertrauens? Mit wem besprechen Sie? Wen ziehen Sie da als nächstes hinzu? Also das Ganze ist eine Teamleistung gewesen. Es wäre nicht möglich gewesen ohne das Team, was wirklich ein ganzes Jahr über daran gearbeitet hat, an viele Unterstützerinnen und Unterstützer in der gesamten Stadt, aber auch außerhalb. Und da werden wir uns jetzt beraten und schauen, wie wir weitermachen. Aber heute freuen wir uns erstmal, weil das wirklich eine Sensation ist, dass in der Großstadt eine unabhängige Kandidatur die Chance hat zu gewinnen. Werden Sie weiter SPD-Mitglied bleiben? Also ich trete hier unabhängig an, das ist eine Persönlichkeitswahl und das werde ich auch im zweiten Wahlgang so handhaben und wenn es in den zweiten Wahlgang geht und freue mich darauf, auf die Diskussion in den kommenden Tagen und Wochen. Wir werden es in Ruhe beraten, wie wir weiter fortfahren und das dann auch bekannt geben. Der Kollege Roggenbauch war vorher da, der hat gesagt, am Mittwoch will er sich entscheiden, will er die Entscheidung bekannt geben. Können Sie uns schon einen Tag verraten, wenn Sie sagen werden, wie es weitergeht? Also innerhalb der nächsten 1-2 Tage auf jeden Fall. Also ich finde, dass man das auch zügig klären muss. Man muss das Endergebnis mal endgültig vorliegen haben. Wir haben jetzt nur ein vorläufiges und noch gar nicht alle Bezirke ausgezählt. Das werden wir dann im Laufe des Abends oder am frühen Montagmorgen haben. Dann werden wir uns das in Ruhe anschauen und dann die weiteren Dinge beraten. Das Schöne bei Ihnen ist ja, egal wie es ausgeht, Sie haben auf jeden Fall den Job in Tengen, haben Sie sicher. Da sind Sie Bürgermeister. Und wir haben gedacht, jetzt gucken wir einfach mal nach Tengen. Wir haben unsere Kollegin Magdalena Bacher hingeschickt und die hat sich ein bisschen umgehört in Tengen, was denn da gerade so läuft, was die Leute über Sie reden. Bin ich mal gespannt. Ja, hallo zu euch ins Studio. Direkt hinter mir befindet sich die Stadtverwaltung in Tengen, also der Amtssitz von Marian Schreier. Und ich habe heute hier in Tengen mal rumgehört, was die Bürger eigentlich von der Arbeit ihres Bürgermeisters halten. So, jetzt bin ich durch Tengen gelaufen und habe leider nur eine Person gefunden, die mir vor der Kamera geantwortet hat. Ja, Marian Schreier hat viel vorangetrieben, wenn man so sieht, links von mir, das Ärztehaus, eine Genossenschaft gegründet, wo Baden-Württemberg einmalig ist bis jetzt. Und ich denke, solche junge, gute Ideen wird er in Stuttgart auch durchziehen. Ja, ist schade für Tengen. Für Tengen ist das ein großer Verlust. Aber ich denke, vielleicht hat er ja auch die Connections, dass er vielleicht wieder ein guter Mann nach Tengen bringt oder einen vorschlägt. Ich denke, das macht er. Ein bisschen ist bestimmt das Herz auch an Tengen gewachsen an ihm. Ja, das war es auch schon kurz und kompakt. Und damit zurück ins Studio. Ja, Herr Schreier, sind es eigentlich immer so wenig Leute unterwegs in Tengen wie jetzt beim Bericht der Kollegin? Naja, ich glaube, Sie waren da ja mittags unterwegs und in Tengen wird da gearbeitet und deswegen sind da nicht so viel anzutreffen. Wir müssen trotzdem nochmal nachbohren. Also, wie gesagt, es ist jetzt wahnsinnig spannend. Was haben Sie selber für sich für eine Zahl erwartet? Also, wenn ich mit Ihnen gesagt hätte gestern, Sie liegen auf Platz 3, hätten Sie da gesagt, okay, davon gehe ich auch aus?
Also natürlich war der Wunsch, mindestens auf den dritten Platz zu landen, weil man dann in Schlagdistanz ist, weil dann alles möglich ist. Und ich glaube, man muss da nochmal festhalten, dass das eine riesige Überraschung ist, wenn man am Anfang des Jahres Politikbeobachter, Journalisten gefragt hat, ob das geht mit einer unabhängigen Kandidatur. Ohne Unterstützung eines riesigen Parteiapparates hätten alle gesagt, unmöglich. Und jetzt sehen wir, es geht eben doch. Und ich glaube, das zeigt, dass sich da was verändert hat in unserer politischen Landschaft und dass wir wirklich auch einen Kulturwandel in der Kommunalpolitik beobachten können. Wir haben einen SPD-Kandidaten in Stuttgart, der relativ schlecht abgeschnitten hat. Könnte es unter Umständen sein in dieser Zeit, dass es ein Makel ist, wenn man die SPD sozusagen noch auf dem Banner mitstehen hat? Also ich finde, Oberbürgermeisterwahlen sind Persönlichkeitswahlen. Dort treten Menschen mit ihren Ideen und Überzeugungen an. Das kann man auch daran ablesen, dass die allermeisten der Mitbewerber und Mitbewerber das Parteilogo gar nicht auf den Plakaten haben. Heute auf dem Stimmzettel stand auch nicht SPD, CDU in Klammern, sondern es sind Persönlichkeiten mit ihren Programmen und Ideen und die werden bewertet. Deswegen glaube ich, ist es ja weniger eine Frage von Partei, sondern von dem, was man an Richtung und an Programm und an Durchsetzungsfähigkeit und Überzeugungskraft anzubieten hat. Ich habe mit etlichen jungen Leuten gesprochen, die haben gesagt, den Schreier wähle ich. Meinen Sie, das ist so Hauptsache Potenzial, junge Leute? Ja, also ich glaube, dass wir heute schon gesehen haben, dass sehr viele junge Menschen zur Wahl gegangen sind und gesagt haben, ja, wir wollen teilhaben an der Politik. Und Kommunalpolitik ist nicht nur ein Geschäft von Alteingesessenen, sondern da braucht es auch eine junge, frische Stimme. Aber ich habe ganz Ähnliches auch wahrgenommen bei vielen Älteren auf den Wochenmärkten, die gesagt haben, ja, wir müssen jetzt auch mal alte Zöpfe abschneiden und brauchen frischen Wind in der Kommunalpolitik. Herr Schreich, danke fürs Gespräch und ich habe gehört, mein Kollege David hat noch ein paar neue Zahlen zu uns. Da gehen wir mal rüber zum David.